Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René von teachdich.de. Im heutigen Video zeige ich dir mal, wie du die perfekte Landingpage innerhalb von wenigen Minuten kreieren kannst. Entweder für dich selbst, falls du eine Landingpage oder eine Webseite brauchst, oder für Kunden, für die du Landingpages zur Lead-Generierung, also zur Kundengewinnung, bauen kannst. Das Tool, das ich persönlich nutze, um meine eigenen Landingpages zu erstellen, aber auch für Kunden Landingpages zu erstellen, ist Builderall. Ich verlinke dir das einmal in der Videobeschreibung, kannst du 14 Tage kostenlos testen. Wenn du auf den Link klickst, kommst du auf diese Startseite und kannst dir auch mal anschauen, was Builderall so alles kann. Du kannst Landingpages bauen, du kannst E-Mail-Marketing machen, du kannst eigene richtige Websites erstellen. Mittlerweile gibt es auch eine Blogfunktion. Du kannst eigene Apps programmieren. Mit Builderall hast du ein mächtiges Tool an der Hand, mit dem du richtig viel machen kannst im Bereich Online-Business, Online-Marketing. Es gibt noch Alternativen, zum Beispiel ClickFunnels. ClickFunnels hat allerdings viele, viele Tools nicht integriert, zum Beispiel E-Mail-Marketing. Da müsstest du dann wieder extra bezahlen. Und Builderall ist wirklich recht günstig. Ich habe jetzt einen Plan für 30 Euro im Monat und das ist wirklich gar nichts für das, was das Tool so kann. Du hast auch die Möglichkeit, Memberbereiche zu erstellen. Vielleicht hast du auch eigene Online-Kurse und willst die in einer eigenen E-Learning-Plattform, die du auch mit Builderall kreieren kannst, hinterlegen. Kannst also auch dann einen Memberbereich hierfür erstellen, in den sich deine Kunden einloggen und dann auf diese Kurse zugreifen können. Du kannst auch komplexere Funnel, also Verkaufstrichter, bauen für dich selbst oder für deine Kunden. A/B-Split-Testing machen, also richtig, richtig viele Sachen sind hier drin. Schau dir Builderall einfach mal an, du wirst begeistert sein, was dieses Tool alles integriert hat. Jetzt aber zum Thema Landingpages. Hier sind wir in meinem Dashboard, die verschiedenen Kacheln. Hinter diesen Kacheln sind verschiedene Tools hinterlegt. Ich habe hier nur die wichtigsten, die ich brauche. Ich könnte noch viel mehr hinzufügen, aber ich habe hier wirklich nur die wichtigsten, die für mich eben relevant sind. Zum Beispiel den Cheetah Drag and Drop Site Builder. Hiermit erstelle ich meine Verkaufstrichter, meine Landingpages, meine Websites. Dann den E-Mail Autoresponder. Ich habe ja gesagt, ein integriertes E-Mail-Marketing-Tool ist hier auch mit drin. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und einmal hier Skriptgenerator. Wenn du im Copywriting nicht so gut bist, kannst du hiermit eben deine Verkaufstexte generieren lassen. Und noch ganz wichtig, eine Website-Clickmap. Ich sehe, wo die Kunden auf der Website klicken. Das ist ein wichtiges Tool, um zu sehen, ob die einzelnen Elemente deiner Website auch so funktionieren, wie du das möchtest, ob die Kunden auch dahin klicken, wo du sie gerne haben möchtest. Wenn wir jetzt mal auf den Cheetah Drag and Drop Site Builder hier klicken, dann öffnet sich eine Seite. Und zwar sieht man hier alle Websites, die man erstellt hat. Also hier sind jetzt meine Websites, die ich so erstellt habe. Wenn wir hier oben rechts auf Neue Website gehen, können wir einfach mal eine Test-Website erstellen, beziehungsweise eine Test-Landing-Page. Wir können eine leere Vorlage wählen, komplett blank, oder eine vorgefertigte Vorlage, die wir für uns anpassen. Und ich habe es schon gesagt, vielleicht erstellst du für Kunden Landing-Pages. Dann hast du hier zum Beispiel einen Friseursalon. Du könntest zum Beispiel für Friseursalons oder Barbershops solche Landingpages erstellen zur Kundengewinnung, zur Lead-Generierung heißt das ja. Also ein Lead ist immer ein Datensatz eines Kunden, zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Diese Landingpage ist jetzt schon quasi fertig zum Benutzen. Man könnte die jetzt mit einem Klick so nutzen oder ein anderes Hintergrundbild einfügen, den Text ändern, hier noch sein eigenes E-Mail-Formular einfügen. Aber diese Landingpages sind schon so aufgebaut, dass sie hochkonvertierend sind und dass du hiermit sehr, sehr gut deine Kundendaten einsammeln kannst. Builderall hat ganz viele verschiedene Vorlagen und jeden Tag kommen neue Vorlagen hinzu. Wenn ich das Tool öffne, ist jeden Tag eine neue Vorlage drin. Das ist wirklich Wahnsinn. Also viele dieser Vorlagen kenne ich auch noch nicht. Versicherungsbroker, Übersetzer, ja, eine Downsale-Page hier für Painter, also für einen Maler, vielleicht für lokale Unternehmen. Wenn du für lokale Unternehmen solche Landingpages baust, damit sie Kunden gewinnen, machst hier so einen kleinen Discount-Button rein, sammelst die E-Mail-Adresse und später machst du dann mit MailingBoss, so heißt der E-Mail-Autoresponder, machst du hier eine schöne E-Mail-Kampagne und kannst das Ganze an deinen Kunden verkaufen, falls du eine Social-Media-Marketing-Agentur hast oder du kannst es auch für dich selbst eben nutzen. Also easy, drag and drop, ganz, ganz easy. Lass uns doch einfach mal eine schöne Vorlage aussuchen, zum Beispiel hier Pizzeria, so eine Pizzeria-Landingpage, die schauen wir uns mal an und wenn die Ja, die sieht auch sehr schön aus. Und wenn uns die gefällt, dann klicken wir hier einfach auf Speichern. Also wir haben sie einmal angeklickt, klicken rechts unten auf Speichern. Und schon, wie du siehst, ist diese Seite erstellt. Nicht nur diese Hauptseite, sondern auch eine Thank You Page und eine E-Mail-Bestätigungsseite. Also können wir hier einmal reingehen in die Landing Page.
Wir haben die Möglichkeit, hier alles zu verändern, wie wir das gerne möchten. Wir können das Bild hin und her schieben, wir können unser eigenes Bild einfügen oder das Bild des Kunden, falls du eine Social Media Marketing Agentur hast. Du kannst hier die Schriftart, die Schriftgröße, kannst du alles ändern, wie du das möchtest. Du kannst den Text anpassen, du kannst alles verschieben per Drag and Drop. Du hast hier völlig freie Hand. Das Schöne ist, du kannst dir das gleich anschauen, wie das Ganze aussieht auf deinem Tablet und du kannst dir das Ganze anschauen, wie es aussieht auf dem Handy. Oftmals ist es ja so, wenn du Websites erstellst, zum Beispiel mit WordPress oder mit anderen Page-Bildern, dann ist es so, dass die, na gut, mittlerweile sind sie alle mobile responsive, also davon gehen wir mal aus, aber dass es nicht so schön aussieht auf dem Handy, dass die Schrift zu groß oder zu klein ist, dass die Buttons zu groß oder zu klein sind. Und hier kannst du es direkt anschauen und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du die Buttongröße eben ganz einfach ändern. Kannst auch in der Handyansicht zum Beispiel die einzelnen Abschnitte hier verschieben, nach oben, nach unten verschieben. Also das ist ganz, ganz easy machbar per Drag and Drop. Wir gehen nochmal zurück und schauen uns an, damit die Leads, damit die Kundendaten, damit die Kunden-E-Mail-Adressen auch in die richtige Liste kommen, damit du die sammeln kannst, musst du hier noch eine Liste hinterlegen. Wenn du hier oben drauf klickst auf das kleine Rädchen, kannst du die Liste auswählen. Es wurde schon automatisch eine Pizzeria-Liste erstellt. Jupp, speichern. Du kannst auch eine eigene Liste vorher in Mailingboss erstellen und die dann verbinden. Aber diese ganzen Namen und E-Mail-Adressen, die könntest du jetzt schon einsammeln in deiner Pizzeria-Liste, ohne dass du hier großartig was angepasst hast. Und das ist doch ein riesen, riesengroßer Vorteil. Wir müssen ja Double Opt-in-Verfahren durchführen. Also du kannst nicht einfach eine E-Mail-Adresse sammeln, sondern der Kunde muss erstmal bestätigen, dass du die E-Mail-Adresse wirklich von ihm haben darfst. Deswegen, wir gehen nochmal ganz kurz raus. Wie ich schon sagte, wurden ja Unterseiten noch zusätzlich erstellt. Sobald sich ein Kunde anmeldet, drückt auf den Button, kommt er hier drauf, auf diese Zwischenseite und da wird gesagt, Achtung, dein Coupon ist fast da, nur noch ein kleiner Schritt, bestätige die E-Mail-Adresse in deinem Postfach und dann kriegst du deinen Coupon, deinen Pizzeria-Coupon. Wenn der Kunde das gemacht hat, wenn er die E-Mail bestätigt hat, kommt er dann auf die Danke-Seite, die auch direkt erstellt wurde. Die musst du auch nicht selbst erstellen. Auf dieser Danke-Seite könntest du auch weitere Informationen noch hinzufügen oder einfach nur Danke sagen oder auch den Coupon-Code hier hinterlegen auf der Danke-Seite. Aber der Coupon-Code kann auch geschickt werden über das E-Mail-Marketing-Tool Mailingboss. Du kannst das Ganze so einstellen, dass dein Kunde entweder direkt oder nach 10 Minuten, 30 Minuten oder einer Stunde eine E-Mail bekommt, inklusive Coupon. Und der Kunde hat dann die Möglichkeit, direkt den Coupon einzulösen. Du siehst also, wie leicht man Builder-All-Landing-Pages erstellen kann, entweder für Kunden oder für sich selbst. Falls du planst, eine Social-Media-Marketing-Agentur zu eröffnen, dann kann ich dir nur raten, das Tool Builder-All in Betracht zu ziehen. ClickFunnels ist auch eine Alternative, kostet eben 97 Dollar im kleinsten Plan plus E-Mail-Marketing-Anbieter. Also da bist du mit 150 bis 200 Euro im Monat locker dabei, während du hier mit Builder-All schon mit 30, 40 Euro anfangen kannst. Und sogar noch deinen E-Mail-Marketing-Anbieter inklusive hast. Schau dir das Tool unbedingt mal an. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung. Falls du dich darüber anmeldest und das Tool kaufen würdest, würde ich eine kleine Provision erhalten. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, das Glöckchen aktivierst, damit du nichts mehr verpasst. Und schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du auch bereits eigene Landingpages gebaut hast und welche Tools du dafür nutzt. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.